Ich glaube, wenn dein Content wirklich sehr wertvoll ist, schauen es die Leute auch. Nächste Thema Ausrüstung. Mit welcher Ausrüstung hast du denn angefangen? Wie ich vorhin schon gesagt habe, mit der Ausrüstung, die ich angefangen habe, war tatsächlich direkt eine Vollformatkamera. Ich habe eine Nikon D800 damals verwendet und ein 2470 Tamron und eine Flycam HD 3000. Genau, das war mein hauptsächliches Setup, mit dem ich auch tatsächlich dann auch Hochzeiten gefilmt habe. Wobei ich da heute sagen würde, alles falsch gemacht. Naja, der Slider ist schon mal cool, also der Gimbal ist schon mal cool, Glidecam ist cool, aber die Kamera ist halt irgendwie, also Nikon wäre mir jetzt auch nicht die einzige. Es war eine Flycam, ne? Es war eine Flycam, keine Glidecam, es war eine Flycam. Ah, ja, alles klar. Und die kannst du in die Tonne werfen, da habe ich auch ein YouTube-Video dazu gemacht. Ja. Das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen heute. Okay. Und die Kamera, warum ich die gekauft habe, ich habe tatsächlich zwischen der 5D Mark III damals und der Nikon D800 gewechselt. Es gab jetzt nicht so viel Content irgendwie darüber online und warum ich es dann vor allem getan habe, war, weil ein Kumpel, der Medientechnik oder so, irgendwas mit Medien gemacht hat, gesagt hat, ja, die ist saugut und die kannst du dir holen. Ja, also ich hätte den Kontakt abgebrochen, aber ist gut. Ich habe auch mittlerweile den Kontakt abgebrochen. Ja, geil, okay. Siehst du? Ja, ich hoffe, es war nicht der Grund, aber... Ja. Nein, es war was anderes. Aber das Ding war, also ich habe jetzt mittlerweile ja den Wechsel auf Canon gemacht und das war so hart, weil alle meine Nikon-Objektive kann ich wegwerfen. Alles, was ich für Nikon hatte, auch sogar teilweise Blitzgeräte oder so, die sind halt jetzt alle weg praktisch, weil ich eben auf Canon gegangen bin. Und das war halt für mich das Härteste, weil du kaufst dann halt alles neu, weil wenn du direkt von der richtigen Kameramarke, sag ich mal, startest, dann kannst du immer die Objektive behalten. Ja, und das war eben nicht der Fall. Und doch, so habe ich angefangen und danach kam es halt immer mehr und mehr dazu mit Rode-Mikrofon, mehr Akkus, so blöd wie es klingt, mehr Speicherkarten und. Ja, cool. Ja, auf jeden Fall, Nikon wäre auch nicht die Kamera, die mir eingefallen wäre beim Film, aber... Ja, ich weiß, was du meinst. Welche Ausrüstung hast du denn jetzt? Also du hast jetzt nur Canon, hast du gesagt, hast du immer noch die 5D Mark III oder welche hast du jetzt aktuell? Ich hatte noch nie die 5D Mark III. Oh, ich habe damals den Schritt direkt gemacht auf die Canon 1DX Mark II, also von der Nikon D800 auf die 1DX Mark II. Ja, die ist sehr denn, schön. Denn so blöd es klingt, so krass, wie wir uns immer an Technik aufhängen, ja, die Brautpaare haben nicht gesehen, dass ich eine Nikon D800 verwende. Ja, und die haben die Emotionen gesehen. Das Geile ist ja auch, wenn du mit einer Fotokamera rumrennst, ist immer, können Sie ein Foto machen hier? Nein, ja, ich mache hier Videos. Ah, ist egal, hier. Ja, du kennst das, oder? Ja, ständig. Aber das war, also ich weiß auch nicht, ich bin da so komisch vernarrt irgendwie, dass ich nicht einfach mal sage, ich könnte ja auf die 5D Mark IV steigen erstmal oder so. Die gab es zu dem Zeitpunkt. Nein, es muss gleich die beste sein. Und natürlich. Ja, genau. Ich filme eben mit der Canon 1DX Mark II. Ich filme vor allem auch mit der Glidecam HD 4000. Das ist mein 90% All-The-Way-Go-Setup. Und dann da natürlich die ganzen Attachments wie Mikrofone, so ein Rode-Mikrofon obendrauf. Und keine Ahnung, Lavalier-Mikrofone etc. Aber das ist ja alles jetzt Kleinkram. Mit der Glidecam würde ich gerne nochmal nachfragen. Und zwar, wie lange hast du gebraucht, bis du da richtig schöne Kamerafahrt machen konntest? Lang, sehr lang. Sehr, sehr lang. Ich würde sagen, bis heute bin ich noch nicht am Endpunkt angekommen. Denn so blöd wie es klingt, der Umstieg von mir von der Flycam auf die Glidecam, das war, glaube ich, schon der härteste, den ich gehabt habe. Denn wenn ich mir sogar heute die Videos anschaue, wo ich noch die Flycam benutzt habe, denke ich mir, mein Gott, was ist los mit dir? Warum hast du das? Also das siehst du das nicht, wie das wackelt. Aber ich glaube, also 2 Jahre habe ich im Endeffekt gebraucht. 2 Jahre würde ich jetzt behaupten, krass, weil ich 2 Jahre lang mit einer Flycam 3000, dann mit einer Flycam 5000 und nach 2 Jahren bin ich dann eben auf die Glidecam gewechselt. Ich war aber mittlerweile so, würde ich sagen, gut im Umgang mit dieser Flycam, Glidecam. Dadurch, dass dann die Glidecam noch so viel einfacher zu bedienen war,
war es halt dann geschehen. Ja, aber das ist halt immer so ein Ding, wie man auch vorhin schon gesagt hat, investier am besten direkt gescheit. Ja. Und dann kriegst du auch was Gutes raus und dann ist die Lernkurve, vielleicht brauchst du da nur noch ein halbes Jahr oder so mit der Glidecam. Obwohl es auch, ich ja, die meisten nicht. Haben jetzt Wow, und S ist jetzt so im Rennen, ist das so oft was für dich, wo du sagst, ah, ja, nee, ich absolut. Also ja. ich habe einen kleinen Coachy, würde ich jetzt sagen, und ich habe ihr direkt empfohlen, nimm keine Glidecam, auf gar keinen Fall. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht den Ronin S, da gab es den Zion Crane, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Und den habe ich ihr empfohlen, den benutze ich bis heute. Und das würde ich auch jedem empfehlen, der anfängt. Ich würde wahrscheinlich von der Glidecam abraten, ja. Okay. Und weil der Unterschied preislich auch nicht viel ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube sogar gleich. Wenn man jetzt die Glidecam kauft oder das Ronin, ich würde aufs Ronin wechseln, weil du einfach direkt starten kannst. Du musst, blöd gesagt, nicht erst mal ein halbes Jahr lernen. Es ist eigentlich, also natürlich ist da auch eine Lernkurve dabei, aber ich glaube, die ist viel schneller. Ich denke, nach einer Woche oder zwei hast du das Ding drin. Halbwegs gut. Kamera, Glidecam, Hammer. Was für Programme verwendest du denn? Adobe oder Final Adobe. Cut? Oder? Adobe. Adobe Premiere Pro und Adobe After Effects. Also hast du da auch diese Cloud-Variante, wo du da alle Programme runterladen kannst? Ja, finde ich eigentlich auch am coolsten, ja. Also Adobe After Effects hauptsächlich für Texteinblendungen. Aha. Und das war's. Ich will nicht mehr damit machen. Manche Aufträge erfordern es, wo man auch noch irgendwie Tracking machen muss oder irgendwelche Sachen reinfliegen lassen soll oder so. Aber mache ich sehr ungern, ist sehr zeitaufwendig. Ja. Und deswegen, ich versuche immer zu 95% in Adobe Premiere Pro zu bleiben. Okay, also was möchtest du dir denn noch kaufen? Also jetzt haben wir gesagt, die Ronin S ist so dein Favorite. Was steht noch auf deiner Wunschliste? Ich weiß nicht, ich verwende jetzt zum Beispiel die Canon 6D Mark II. Das heißt, die ist ja schon gekauft. Die finde ich extrem gut als B-Kamera. Ich würde sagen, ein Ronin, also Ronin S und vielleicht sogar das größere Ronin würde ich mir gerne zulegen. Wobei ich halt so gut mit der Glidecam zurechtkomme, dass ich das jetzt noch nicht als nötig ansehe, so blöd wie es klingt, weil es ist einfach, ich bin wesentlich agiler mit der Glidecam, mit so einem riesen Teil rumzulaufen und was auch immer, weiß ich nicht. Aber ich denke, da sind die Meinungen sehr unterschiedlich von anderen Filmmachern, da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der sagt, bist du verrückt, wie kannst du nur und was auch immer. Aber ich gehe immer von der Perspektive des Kunden aus. Und das ist ja, was man vielleicht auch machen sollte. Der Kunde sieht es nicht, ob du jetzt einen Ronin verwendet hast oder eine Glidecam, je nachdem, was dein Stil ist, sieht er es nicht. Und ich kriege da noch sehr gute Sachen mit der Glidecam weiterhin hin. Und außerdem muss ich den nicht aufladen oder irgendwas, die funktioniert immer. Aber Zukunft, wenn wir jetzt wirklich davon sprechen, was ich in der Zukunft haben möchte, dann ist es tatsächlich irgendwann eine RED-Kamera. Das ist auf jeden Fall eines meiner Ziele. Und ja, das ist ja schon mal, eine Hausnummer. Ja, also, wirklich, das war's. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Eine Red ist natürlich. Also ich habe jetzt ein paar Interviews ja schon gehabt und der eine Kollege hatte auch eine Red. Das war Katastrophe wegen dem scheiß Lüfter. Und ich musste mal dagegen anschreien. Für eine Hochzeit würde ich keine Red-Kamera verwenden. Nein. Ich hatte ein Interview mit Ferdi und der hat ja auch eine Red. Und der hat gesagt, also Hochzeiten und eine Red kannst du vergessen. Weil er sagte, du brauchst alleine schon, wenn du die anmachst, braucht die eine Minute, 20. bis du eine Minute? An ist. Okay. Ja. Und sagt er, das ist Quatsch. Und gerade dann mit den Lichtverhältnissen, die hat halt nicht so diese schönen Features und ISO und das alles Katastrophe. Also nicht so gut, wie andere Kameras das können. Und es ist halt ein Riesenklotz. Das ist einfach so, ja. Und ja, von daher. Machen wir weiter und zwar zum Thema Workflow. Wie viele Tage brauchst du denn oder was rechnest du denn ungefähr ein für deinen Schnitt? Ganz kurz, bevor wir darauf eingehen, ich möchte noch kurz was zum Thema vorher sagen, wegen der RED-Kamera. Gerne, ja. Die RED-Kamera ist ja im Endeffekt auch nur irgendwie ein Spielzeug, um sagen zu können, jetzt bin ich richtiger Filmemacher. Ich habe eine RED. Handy mehr, ja. Denn, also ich finde halt meine Canon 1DX Mark II, die ist auf einem sehr hohen Level. Und da, wenn man die auch vergleicht, diese Kameras, man sieht gar nicht mehr so krass den Unterschied. Das ist so. Ich hoffe, ich lehne mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, weil der ein oder andere wird sagen, aber für Kinofilme bist du verrückt und was auch immer.
Aber wie gesagt, wir sind heute vor allem in der digitalen Welt und digitale Medien wie Social Media und so weiter komprimieren noch so viel und YouTube und was auch immer, dass es eigentlich in der Hinsicht keinen Sinn macht, eine Red zu verwenden. Es macht, finde ich, Sinn, eine Red zu verwenden für Lizenzierungen und also generell für Stock-Footage. Das ist, glaube ich, ein Riesenmarkt. Ich weiß aber auch, es gibt Firmen, die arbeiten nur mit Leuten, die Red-Kameras verwenden. LG zum Beispiel ist eine Firma, die würde dein Footage nicht abkaufen oder dein Video nicht auf ihrem Fernseher zeigen, wenn du keine Red oder beziehungsweise eine Kamera verwendest, die 6 oder 8K filmen kann und also in RAW filmt. Und bis du aber an so ein Level kommst, ja, hast du noch genug Zeit, um mit Spiegelreflexkameras zu spielen oder spiegellosen Kameras. Und das möchte ich auf jeden Fall mitgeben, weil der Kunde, der dein Imagevideo, den du das Imagevideo machst oder das Eventvideo, der wird das nicht sehen. Und außerdem ist es für dich wesentlich einfacher, solche Sachen wegen der Bedienung und so weiter, als auch mit dem Vergleich, dass es so viele andere YouTuber verwenden und so weiter, wie du die Informationen holen kannst, etc., mit einer Spiegelreflex- oder spiegellosen Kamera eben anzufangen. Das stimmt, aber du hast aber wirklich recht, weil das ist wirklich, dass manche haben als USB einfach, ja, was könnt ihr? Ja, wir haben eine Red. Ja, alles klar, buchen wir. Wo ich dann sage, ja, das steht wirklich, ja, wir haben eine Red, fertig. Guck dir die Videos an, wir haben eine Red, Ende. Und du hast recht, das Aber das ist sind. das, was ich ja vorhin gesagt habe, Ja. mit, wir haben also ein Budget von, also unser Equipment-Budget ist für 50.000 Dollar. Wir haben 50.000 Dollar Equipment. Deswegen sind wir die Besten. Aber, sorry. Aber Das ist ja Quatsch, ja, aber. ich find es Quatsch, Ja, weil ist am so. Ende schaut dein Video keiner an, wenn es sich nicht emotional irgendwo Ja, packt. das ist so, ja. Ja, okay, also Workflow, nächstes Thema. Wie viele Tage berechnest du denn für deinen Schnitt? Tage? Oder, keine Also Ahnung. ich berechne es immer stundenweise. Und für meinen Stundensatz im Moment, das ist unterschiedlich, was ich bei Hochzeiten ansetze und was ich bei Eventvideos ansetze. Aber dazu komme ich gleich und das erkläre ich gleich. Aber in der Regel berechne ich für den Schnitt 50 € pro Stunde. Und ich denke immer oder ich gehe davon aus, dass ein Eventvideo ungefähr 20 Stunden dauert. Das heißt, also 20 Stunden in der Ja, Nachbearbeitung. naja, Und verstehe. da sind aber auch, finde ich, so ein bisschen Sachen dabei wie Revisionen und so weiter. Das ist jetzt der Punkt, den ich ansetze im Bereich Imagefilme, Eventvideos. Und der Grund dafür ist vor allem der, ich bin erst seit 4 Monaten in München. Mich kennt hier noch kaum jemand und ich habe noch nicht so viele Anfragen und den Namen mir aufgebaut, dass ich da in der Hinsicht, würde ich jetzt behaupten, mehr verlangen kann. Das ist natürlich auch immer so eine Mindset-Sache. Ich wette, jeder Verkäufer würde was anderes sagen, spinnst du und bla. Aber das ist so, was ich ansetze. Bei Hochzeiten sieht es wiederum anders aus. Hochzeiten mache ich seit 4 Jahren, ja. Und da ist es dann natürlich schon so, dass ich da mehr ansetze, weil ich mir da auch einen gewissen Namen etabliert habe und die Anfragen wesentlich höher sind und dennoch Leute, wo ich weiß, bereit dafür sind zu zahlen. Und ich weiß halt, oder das ist so meine Denke, das wird auch irgendwann in dem kommerziellen Bereich passieren, wenn dann tatsächlich mehr Firmen auf mich aufmerksam werden und mich auch natürlich buchen möchten für meinen Stil oder weil sie wissen, okay, das ist eine gute Zusammenarbeit mit dem und auf den können wir uns verlassen. Cool. Genau, das ist so meine Denke. Jeder denkt da vielleicht anders. Wie erreichst du denn mehr Effektivität in deiner Arbeit? Also, dass du mehr Filme machen kannst, mehr Geld verdienen kannst, mehr Freizeit hast und weniger Stress hast. Hast du da irgendwelche Tipps für die Leute? Ja, also ein paar Sachen. Und zwar zum einen, es ist sehr davon abhängig, wie dein Tagesablauf aussieht und wie stark du dich ablenken lässt. Und damit meine ich Folgendes. Was ich für mich herausgefunden habe, ist, ich stehe mittlerweile jeden Tag, also klingelt mein Wecker um 5 Uhr früh. Um ca. 5:30 Uhr bin ich wach und um 6 Uhr bin ich am Arbeiten. So, und diese Zeit von 6 vor allem bis ca. 12, also vor allem von 6 bis 9, sind meistens meine produktivsten. Es ist noch keine E-Mail reingekommen, es ist noch kein Anruf reingekommen, keiner schreibt über WhatsApp oder was auch immer. Keiner ruft an und will ein Angebot. Es ist meistens völlige Ruhe.
Es gibt keinen, der irgendwie stört. Und diese vier Stunden sind meine produktivsten und da haue ich auch am meisten rein. Da komme ich auch am besten zum Abarbeiten von eben Sachen, wo ich bearbeiten muss. Das nächste, was ich auch mache, ist Tracking. Tracking von der Zeit. Das heißt, wenn da so ein Tracker immer mitläuft, dann siehst du eben genau, wie lange du eigentlich für so ein Projekt brauchst. Und das ist dann natürlich schon so, wenn du dir zum Beispiel vornimmst 4 Stunden oder so und danach sind es auf einmal 7 und du überlegst dann und siehst die Zahl 7 Stunden hast du gebraucht und denkst dir, hey, ich habe mir doch eigentlich noch viel Zeit nehmen wollen. Warum hatte ich das so lange gebraucht? Ach ja, ich habe mich ablenken lassen. Es kam die WhatsApp-Nachricht da rein, es kam der Anruf oder was auch immer. Und das ist halt etwas, wovon man sich sehr stark distanzieren sollte, von diesen gesamten Ablenkungen. Nicht nur dein Handy ist eine Ablenkung, auch Sachen wie YouTube oder Facebook sind eine Ablenkung. Oder wenn dein E-Mail-Programm offen ist, das sind alles Ablenkungen. Und je fokussierter man ist, würde ich jetzt sagen, desto schneller bekommt man Sachen abgearbeitet und desto mehr Zeit hat man entweder für Freizeit, ja, oder eben um weitere Projekte zu machen. Sehr Das cool, ja, macht sind Sinn. auf jeden Fall Sachen, die ich jetzt mitgeben würde. Aber du musst dich kennen, ja. Vielleicht ist der eine Nachtarbeiter und arbeitet von 21 bis 3 Uhr nachts am produktivsten, weil da keiner ist. Ich weiß es halt, ich stehe extrem früh auf und bekomme Sachen getan, ja, Sehr und cool. Aber das Krasse ist, das machen immer mehr. Ich weiß nicht, wer das so. Ich habe das von ganz, ganz vielen gehört. Ferdi macht das zum Beispiel auch, dass der super früh aufsteht, der geht in ein Fitnessstudio, ist dann voll wach, voll motiviert und geht dann an die Arbeit. Und wo ich mir denke, das ist eigentlich schon ein cooles Ziel, dass du sagst, ey, nein, ich gehe früh ins Bett, stehe früher auf und bin dann produktiver und habe dann viel mehr Leistung. Bei mir ist das eigentlich so, dass bei mir die kreativen Sachen eigentlich mehr so am Abend ist. Also genau das, was du sagtest, ist bei mir andersrum, dass ich dann eher so. Mir ist schon ganz oft vorgekommen, dass ich dann abends im Bett liege und dass mir dann durch Gedankenkreisen Dinge so einfallen, so und ich stehe wieder auf, schreibe mir das auf oder setze mich an den PC und setze es gleich um. Das ist bei mir so die kreative Schiene, wo ich dann. Bei mir nicht. Bei Das mir, ist so. die kreativste Schiene bei mir ist im Fitnessstudio. Ist kein Okay, Witz. Im Fitnessstudio, ich habe meistens Kopfhörer drin, bin für mich allein. Ich will auch mit gar keinem anderen trainieren oder so. Ich will auch mit keinem anderen reden. Ich will natürlich mein Training durchziehen. Aber da Don't talk kommen mir to so me, ja. wirklich, oh, ich könnte das machen. Oh, das. Oh ja, stimmt, das. Und da schreibe ich teilweise tatsächlich auf. Was ich noch als Tipp geben möchte, ist ein Journal zu führen. Und das heißt, im Endeffekt habe ich dieses Motivation Monday Journal von Julian Zietlow. Man kann halten, was man will von ihm. Aber du formulierst dir im Endeffekt ein smartes Ziel da rein und du schreibst dir jeden Tag deinen Tagesplan auf. Das heißt, von 9 bis 10 gehe ich ins Fitnessstudio, von 10 bis 12 mache ich das, dann mache ich Mittagessen, dann keine Ahnung was. Und wenn du das jeden Tag machst, wird es zum einen zu einer Routine, zu einer Gewohnheit, als auch du siehst, mein Gott, so viel Zeit habe ich gar nicht am Tag. Ich muss das alles irgendwie unterbringen in diese wenigen Stunden. Und dann bekommst du auf einmal auch so einen innerlichen Druck, so, oh Gott, es gibt aber so viel zu erledigen. Und dadurch, dass du sie auch noch versuchst irgendwie zu timen, dass du das alles abhakst und da sind noch ein paar andere Sachen mit drin, wirst du automatisch produktiver. Und du merkst, ich muss jede Stunde irgendwie sinnvoll nutzen. Aber du wirst auch gleichzeitig mehr Freizeit haben, weil du dir ja den Endzeitpunkt setzt. Das heißt, du sagst, ab 18 Uhr zum Beispiel ist Schluss. Also muss ich bis 18 Uhr alles fertig bekommen. Und das ist ja auch irgendwie so ein Ding, das man eigentlich aus der Arbeitswelt kennt, wenn die meisten ja von 9 bis 5 arbeiten oder so zum Beispiel. Bis dahin versucht man ja meistens alles fertig zu haben. Und so kannst du dir das auch eben mit diesem Journal setzen. Es muss jetzt nicht dieses Journal sein, aber es ist eins, was ich sehr gut finde. Du bekommst nämlich auch eine Zeit vorgegeben. Das heißt, in 70 Tagen musst du dein smartes Ziel, was du dir am Anfang gesetzt hast, tatsächlich schaffen. Und das kann sein, ich will in 70 Tagen mein Kalenderjahr voll bekommen für zum Beispiel, ich will 20 Hochzeiten nächstes Jahr filmen. Ja? Dass du von Tag 1 bis Tag 70 musst du dir jeden Tag aufschreiben, wie oder was du zu erledigen hast und du machst jede Woche, bekommst du einen Wochenrückblick und sagst, okay, das hätte ich besser machen können, was muss ich nächste Woche tun, damit ich meinem Ziel wieder näher komme. Und somit wirst du halt ständig
natürlich irgendwie erinnert dran, das ist doch dein Ziel, das willst du doch in 70 Tagen erreichen. Und du merkst auf einmal, oh Gott, so viele Tage sind da doch gar nicht mehr. Und dann bekommst du wieder innerlich diesen Druck und du willst umsetzen und umsetzen und machen und machen und machen, bis du dieses Ziel erreichst. Und selbst wenn es nur 18 Hochzeiten auf einmal sind statt 20, hey mein Gott, das ist auch ein sehr gutes Ziel. Wobei ich sagen muss, ich habe es komischerweise immer erreicht, was ich da aufgeschrieben habe. Es ist schon das dritte Mal, dass ich mir das kaufe. Das ist eines der Haupt-, also wirklich krassen Produktivitätsdinger. Muss man aber auch sagen, die 70 Tage sind meistens knallhart. Also ich spiele kein PlayStation. Ich schaue abends vielleicht manchmal was mit meiner Freundin auf Netflix. Aber ich habe sonst kaum irgendwie tatsächlich Zeit oder Möglichkeiten, um irgendwas zu freizeittechnisch zu machen, vor allem wenn ich damit arbeite, um dieses Ziel zu erreichen, weil es mir so fest reingebrannt habe, das ist das Erste, was man in diesem Ding machen muss. Warum willst du es überhaupt erreichen? Was bringt es dir? Und dann hast du dieses Ziel manifestiert und denkst, okay, fuck, ich muss es erreichen. Und das ist, ja, wie gesagt, eines der krassesten Produktivitätstipps, die ich geben kann. Ich darf es nochmal kurz zusammenfassen. Also das ist ja das, was dir jeder eigentlich sagt. Disziplin steht über allem. Du musst als allererstes dein Ziel definieren. Das will ich erreichen. Und dann musst du dir einen Plan machen, wie erreiche ich dieses Ziel wirklich, also nicht einfach so, ja, sondern so strukturiert und so kleinkariert, wie es geht. Und dann Disziplin, Disziplin, Disziplin und immer wieder reflektieren, habe ich dieses kleine Ziel jetzt erreicht, also dieses große Ziel in kleine Ziele aufspalten, habe ich dieses kleine Ziel erreicht und wenn ich das nicht erreicht habe, dann auch nochmal genau zu reflektieren, woran hat es gelegen, wie muss ich es anders machen. Genau. Und genau. Das ist jetzt so das, was ich da jetzt raus verstanden habe. Richtig. Mhm. Aber was ich noch zu hinzufügen möchte, ist, es ist ein smartes Ziel mit der Smart-Formel. Also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Mhm. Und das ist eines der hauptsächlichen Dinge, weil sich einfach nur ein Ziel zu setzen, ist möglich. Aber die meisten sagen ja nicht, okay, aber ich sage jetzt, ich will in 10 Tagen 20 Kilo abnehmen. Das ist total unrealistisch. Das ist kein smartes Ziel. Ja, aber in 70 Tagen 5 Kilo zu verlieren, ist absolut ein realistisches Ziel. Und es ist noch terminiert. Und es ist attraktiv für dich, weil du dir sagst, hey, danach sehe ich voll gut aus vielleicht oder so. Vielleicht ist es dein Ansporn. Keine Ahnung. Ey, danach bin ich hier. aber das ist, also die Smart-Formel ist schon sehr wichtig dazu. Ja, klingt auf jeden Fall cool. Ja, cool. Vielen, vielen Dank. Das waren jetzt jede Menge Know-how, jede Menge Tipps. Ich glaube, wenn dein Content wirklich sehr wertvoll ist, schauen es die Leute auch. Ja. Weil, was ich gemerkt habe, ist, ich hatte auch zum Beispiel eines meiner Hochzeitsvideos, wo ich gezeigt habe, wie ich eine Hochzeit filme. Es geht 20 Minuten, dieses Video. Und ich habe gedacht, boah, das geht viel zu lang, das schaut sich kein Mensch an. Es hat aber bis heute eines der meisten Klicks von all meinen Videos. Mhm. Und genauso wie letzte Woche, da habe ich besprochen, wie ich dieses eine Event-Video gefilmt habe. Und es hat 20 Minuten oder so geht es. Und ich dachte mir so, oh, das schaut echt kein Mensch an. Hat auch wieder sau viele Klicks bekommen, richtig viele Likes und die Kommentare sind auch so, oh Gott, danke und was auch immer und dies und das. Deswegen, ich verstehe deine Intention so, weil gerade für Podcasts oder halt in dem Format mit Interview kann ich es verstehen, dass die Leute tatsächlich teilweise abschalten. Wiederum habe ich genau das Gegenteil gesehen. Als ich das Interview mit Marina gemacht habe, das geht 40 Minuten. Ich habe es in einem Schlag hochgeladen, weil ich mir gedacht habe, ja, eigentlich soll ich es in 2, 3 aufteilen, aber ich war zu faul. So. Was ist passiert? Die Leute haben das komplett durchgeschaut, von A bis Z. Mhm. Und es hat auch wieder eines der meisten Klicks bekommen, mhm, weil ihre Fans oder ihre Community so krass hinter ihr stehen, dass sie das komplett anschauen wollten. Ja, ich bin mal gespannt, was bei unserem Video jetzt hier rauskommt. Ich auch. Also ich finde weil das ist genau das, um jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung zu machen, was ich vorher immer vermisst habe, was ich vorher immer auf YouTube gesucht habe. Andere Videografen, andere Videoleute, einfach, wie machen die das? Das ist genau das, was mich interessiert. Wie machen die Kollegen das? Wie sind die dazu gekommen? Was machen die für Workflow, für Marketing? Wie haben die angefangen? Was haben die jetzt? Was gibt es da so für Tipps und Tricks? Und das gibt es leider bis
jetzt noch nicht so im deutschsprachigen Raum und das ist genau das, was ich gerne bringen möchte, wo dann wirklich die Leute... Wo kann die ich Kollegen verstehen, ich habe ein paar Interviews von dir gesehen, auch das mit Damien und so weiter und ich fand, ja, so wirklich viel konnte ich da jetzt nicht so, also vor allem auf die Fragen so, wie hast du denn jetzt angefangen, wo hast du das gelernt oder so, konnte man jetzt, finde ich, nicht bei ihm viel rausziehen. So blöd, wie es klingt. Okay. Er hat halt gesagt, er war ungeduldig und er will das jetzt machen und er will es jetzt lernen und er war in New York und ich dachte mir so, ja toll, wieder total also das kannst du ja nicht hier in Deutschland anwenden, weißt du, was ich meine? Ja, das ist nicht so. Ich fand es interessant und ich habe es mir komplett angeschaut, aber verstehst du, was ich meine? Ja, das ist... Ja, ich hab das in dem Interview auch nochmal nachgefragt. Das hat ja nicht jeder, das Feedback so L.A. und New York und da. Aber er ist schon sehr bodenständig und ich finde, er hat auch viel, viel Inhalt gebracht, wo ich dann auch viel von ihm jetzt gelernt habe, wie man das vernünftig machen kann. Ja, zum Beispiel, was ich da rausgenommen habe aus dem Interview, sei eine Person und sei jemand, den Menschen, die Menschen mögen. Und das war für mich so, die Kernaussage, die ich aus diesem Interview rausgenommen habe. Und stell dich der Welt und sowas alle, dass du einfach die Leute sehen, wer bist du eigentlich, was machst du eigentlich, dass das viel mehr das, bringt. Anstatt ja, richtig, das ist auch einer der Gründe, warum ich auch YouTube mache. Ja, genau. Weil ich finde, es ist, wir Menschen arbeiten mit Menschen und nicht mit Maschinen. Aber das ist so, vor allem in der Businesswelt habe ich das Gefühl, dass das aber irgendwie noch immer so ist. Weil wir das so aus dem Jahr 1950 kennen. Wer steht denn hinter der Firma Coca-Cola? Weißt du, was ich meine? Naja, der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann. Also, Marketing. Machen wir weiter. Welche Marketingmaßnahmen findest du denn für Einsteiger am sinnvollsten? Sehr gute Frage. Dankeschön. Es kommt darauf an, welcher Bereich. Also, willst du Hochzeiten machen? Filmhochzeiten. Das ist, finde ich, die beste Marketingstrategie. Aber selbst da, mal ein kurzer Geheimtipp, versuche, wenn es geht, direkt mit Weddingplanern zusammenzuarbeiten. Hätte ich so gerne gewusst, als ich damals angefangen habe. Denn wenn du mit Weddingplanern zusammenarbeitest und sagst denen, pass auf, die haben sowieso immer Brautpaare und du sagst denen, ich biete euch kostenlos ein Video, aber dafür darf ich es veröffentlichen und ich mache so, wie ich mache. Du bekommst zwei Sachen auch noch gut. Du bekommst natürlich einmal die Referenz. Brautpaare kennen Brautpaare, das heißt, du wirst da weiterempfohlen. Wedding Planner kennen auch Brautpaare, du wirst da vielleicht weiterempfohlen, weil du jetzt ständig mit ihr zusammenarbeitest. Und du hast einfach eine geile Referenz und du hast die Übung gehabt und so weiter und so fort. Ja? Das ist, finde ich, der bessere Einstieg, um zum Beispiel im Bereich Hochzeiten anzufangen, statt einfach nach Brautpaaren zu suchen, so wie ich es gemacht habe, und die zu fragen, darf ich eure Hochzeit filmen? Das ist Bereich Marketing, Hochzeiten. Ja? Danach natürlich würde ich sehr viel auf Social Media setzen. Das heißt, setz auf Instagram, poste das, was du gemacht hast. Und dann gibt es halt noch so viele andere Sachen, wie man sich vermarkten kann. Aber was ich für mich am meisten herausgefunden habe, war vor allem, dass man auf Facebook Werbung setzen sollte. Da kannst du dich halt weiterbilden natürlich, ne? Wobei ich zwar nicht weiß, ob das für einen Anfänger das richtige Thema ist, aber das ist so die Weiterentwicklung, die du machen solltest. Und natürlich, wie soll deine Homepage aussehen und so weiter und so fort. So, das haben wir jetzt mal angenommen, den Bereich Hochzeiten. Dann würde ich sagen, marketingtechnisch allein schon, versuch alles unter eine Seite zu bekommen. Das heißt zum Beispiel, ich habe es jetzt so, ich habe mein Hochzeitsvideo, das ist mein eigenes Brand, und ich habe Walter Weber, das ist mein anderes Brand. Es ist ja getrennt und ich will das auch so, aber wenn ich jetzt von heute neu anfangen würde, würde ich das nicht mehr so machen. Ich würde alles unter einem Brand setzen und dann vielleicht einfach eine Subdomain machen wie weddings.walterweber.de oder so. Da es einfach einfacher ist mit dem Instagram, mit dem Facebook-Account und so weiter. Man hat einen Account und alle verlinken dich auch darauf und es geht alles darüber und nicht über zwei verschiedene, weil das muss ich bis heute immer noch erklären. Wenn du jetzt aber anfangen willst im kommerziellen Bereich, auch da wirst du nicht drum rumkommen, blöd gesagt, teilweise Sachen kostenlos oder für wenig Geld zu machen. Vielleicht willst du das auch oder solltest du das auch, weil du am Anfang Sachen versauen wirst. Egal wie viel Videotrainings du dir anschaust, egal wie viele YouTube-Videos, egal welchen Coach du hast, du wirst Sachen falsch machen und du wirst es nicht vom ersten Schlag gut hinbekommen. Und
Ich weiß noch genau, wie ich in einer meiner ersten Image-Videos in den Vertrag reingeschrieben habe, weil ich so dermaßen Angst hatte davor. Ja, wenn ihr nicht damit zufrieden seid, dann, was ich heute niemals machen würde, dann könnt ihr das Geld zu 100% zurückfordern. weil ich so Angst hatte. Ich habe das Geld bekommen, die waren auch überglücklich, die waren richtig zufrieden mit dem Video, ich auch sogar tatsächlich. Und aber das war so für mich so auch so eine kleine Hürde, so, oh Gott, wenn es denen gar nicht gefällt, dann Hilfe, ne? Aber das ist das, was du machen solltest. Du solltest vor allem netzwerken. Geh auf Events. Versuch mit anderen, und jetzt sage ich explizit Filmemachern, zu kooperieren und mit denen ins Gespräch zu kommen. Versuch, die zu begleiten. Möglicherweise kennst du da einen Kumpel oder was auch immer. Und versuch zu netzwerken. Also im kommerziellen Bereich finde ich es wesentlich schwieriger als im Hochzeitsbereich. Denn Hochzeiten, du weißt, okay, das sind Hochzeiten, ich muss auf Hochzeiten. Aber im kommerziellen Bereich, da gibt es so viele unterschiedliche Sachen einfach. Mhm. Während, und da reinzukommen in diese Schienen, das ist der B2B-Bereich. Du musst ja im Endeffekt an den Eventmanager oder an den Geschäftsführer rankommen, der das dann entscheidet. Ja? Und was dann tatsächlich passiert, ist Empfehlungen, die passieren, damit du weiterkommst. Ansonsten, ich weiß, ich hole jetzt viel aus, du kannst das Vloggen anfangen. Also ich weiß es von Clemens, den ich interviewt habe. Clemens hat gesagt, seitdem er vloggt, ist es so krass, geht es bei ihm ab, dass auf einmal so viele weitere Aufträge rankommen, obwohl er ja nicht als Filmemacher besser geworden ist. Aber was er erzeugt hat, ist, er wurde als Filmemacher also aufmerksamer. Die Leute haben auf einmal von ihm gehört. Und natürlich, wenn du einen Vlog über Dirk Kräuter machst und der shared deinen Vlog, weil er ihn so gut findet, naja, dass es seine Kollegen erreicht, wie Christian Bischoff oder so, ist kein Wunder. Und das ist das, was ich auch mit Netzwerken meine. Du musst versuchen, deinen Namen so weit wie es geht irgendwie rauszubekommen, marketingtechnisch gesehen. Mhm. Vorher solltest du dir natürlich das Wissen und die Grundlagen übers Filmemachen beibringen. Weil du kannst nicht einfach mit einem Handy, blöd gesagt, zum Videodreh aufkommen, aufkreuzen und sagen, ja, ich habe da mal ein YouTube-Video gesehen. Ne? Ja, ich weiß, wie das geht mit dem Handy, das habe ich schon. Ja, ich weiß, was du meinst. Sehr cool, ja. Also war jetzt extrem viel. Also es war jetzt die erste Frage. Okay, mega cool. Das ist eigentlich sehr cool erklärt. Würde ich jetzt sagen, die ersten Schritte. Ja, sehr danach cool, gibt es ja noch so viel, was du machen kannst. Ja. SEO und Instagram-Werbung, Facebook-Werbung, ja, und was auch immer. Ja. Genau. Ja, ich versuche jetzt gerade auch auf Videodo so einen Leitfaden zu bauen. Wie mache ich das von Anfang an? Also was ich schon seit einem halben Jahr plane, ist das Video, was ist überhaupt ein Video? Ich habe jetzt versucht, verschiedene Definitionen, was ist überhaupt ein Video? Und das mal genau aufzudröseln, was das eigentlich ist. Weil zum Beispiel, für mich ist jetzt auch ein Riesenunterschied Film und Video. Da will ich dann auch noch ein Video zu machen, weil das ist für mich, alle sagen immer, ja, ich bin Filmemacher, wo ich mir denke, ja, machst du denn Film oder machst du Videos? Also das ist, finde ich zum Beispiel, ist ein Unterschied. Wir haben in Deutschland generell schlechte Definitionen, finde ich, was es angeht in der Kamerabranche. Ja. Weil wenn du in Amerika bist, da gibt es den DP, den Cinematographer, genau. und was auch immer. Genau, und wir in Deutschland, ja, so... Hier, Movie ist auch nicht Film, Movie ist Movie. Und ja, das ist da ganz anders. Und das ist so das, was ich versuche auch so ein bisschen zu brechen, weil zum Beispiel diese Definition Bewegtbild, nein, Bewegtbild ist eine GIF-Animation, das ist ein Bewegtbild, aber das ist kein Video, das ist ein ganz Unterschied. Also, naja, egal, ich versuche da jetzt auf jeden Fall da nochmal was rauszuhauen, dass man da mal eine vernünftige Definition hat. Also das ist ja alles noch so ein bisschen... Ja, kannst du, ich hänge mich an solchen Details nicht auf. Ja. So blöd, wie es klingt, ich finde halt, der Kunde will im Endeffekt dann halt sein Video, wobei er nicht mal das genau will, er will halt Aufmerksamkeit, mhm, und Vermarktung. Ja, dass er dadurch wieder neue Aufträge erzielen kann, und wie er das bekommt, ist ihm im Moment vielleicht egal. Genau, aber er muss ja schon wissen, was es ist, damit er weiß, was er da überhaupt kauft und nicht in Filmen. Wenn ich zum Beispiel höre Filme, ich will kein Film, ich will ein Video.